Hier ist das filmische Allerlei. Hey Leute, jetzt haben wir mal eine Dokumentation, Kulissen der Macht. Wenn euch meine Kritiken gefallen, gerne abonnieren, Glocke aktivieren und super gerne einen Kommentar hinterlassen und besucht mich auch gerne bei Social Media. If you look at human history, you have to say that genocide has occurred much too frequently. Every nation of the world agreed that the international community has a responsibility to protect people against genocide and then find practical ways not to implement it. Why should we care? What does it matter to us? I believe in peace, but I'm not a pacifist. Why can't we use this wonderful army you're always talking about? People of Berlin, people of the world, will we stand for the human rights of the dissident in Burma, the blogger in Iran, or the voter in Zimbabwe? Will we give meaning to the words never again in Darfur? And there is a long-term strategic reason for the United States. Our children need a stable, free Europe. They wanted to inflict a degree of harm that made it impossible for these people ever to live in this territory again. And the way you do that is genocide. A man of extraordinary cruelty who directed the ethnic cleansing. To me, looked like a modern version of the Holocaust pictures. They were identical. There was a responsibility, but also an opportunity to demonstrate that the international community could act effectively to stop atrocities. All necessary measures to protect the civilian population. Not just rhetoric, but commitments for military assets and action. The only way you're going to achieve some kind of end here is to end the regime. So you didn't debate what will be the next steps after the war? You didn't debate that? Are you helpful this morning? I am ready to work. Leadership involves bringing along coalitions, bringing along your allies and others, or you're going to fail. Security Council resolution calling for a new pause to the fighting was vetoed. And I said something like, gentlemen, history will judge us on this. They would say, don't be so emotional, Madeline. In Kulissen der Macht trifft Regisseur Drohr Moret entscheidende Akteurinnen und Akteure der US-Außenpolitik der letzten Jahrzehnte und beleuchtet gemeinsam mit ihnen die jüngsten Entwicklungen sowie oftmals schicksalhafte Entscheidungen, die in den vergangenen Dekaden im Weißen Haus und den angeschlossenen Politik- und Staatsinstitutionen getroffen wurden und welche Folgen diese weltweit nach sich zog. Themen sind zum Beispiel Bosnien, Ruanda, Kosovo, Irak, Libyen, Syrien. Und zu Wort kommen unterschiedliche PolitikerInnen wie zum Beispiel Madeleine Albright, Colin Powell, Hillary Clinton und andere. Der Regisseur selber ist Israeli. Und hat zum Beispiel auch die Doku gemacht, Töte zuerst, der israelische Geheimdienst Shin Bet. Also das heißt, der ist auch so oder so sehr unterwegs in Dokumentationen und den politischen Machenschaften unserer Zeit. Ich muss sagen, ich fand diese Dokumentation unglaublich fantastisch. Sie ist aber auch unglaublich viel in jeder Hinsicht. Erstens, sie ist 140 Minuten lang. Das ist für eine Dokumentation natürlich schon auch eine ordentliche Länge. Und das Ding ist, hier wird auch, was die Bilder angeht, streckenweise halt nicht geschönt. Deswegen hat er eine FSK 16. Da gab es einige Bilder. Das nächste, was ist, es ist super interessant, was da erzählt wird, und es ist super krass, wie viele
Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden und wie oft nichts getan wird oder zu spät getan wird oder dann oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden, manchmal auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also von diesem ganzen Potpourri haben wir hier alles, was es geben kann. Und es ist sehr interessant zu sehen, was die Leute dazu sagen, was die Leute sagen, wie sie es heute sehen, diese Entscheidung getroffen zu haben oder ein Teil dieser Entscheidung gewesen zu sein. Eine Hauptdame ist, das ist wirklich spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Dieser Film ist, man braucht wirklich, wirklich eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Das sind viele Informationen, die man da verarbeiten muss und auf die einen zukommen. Deswegen, das ist wirklich, wirklich keine leichte Kost. Und mit leichter Kost meine ich nicht nur die Bilder, die man sieht, sondern tatsächlich auch diese Informationen, die man kriegt. Aber ich bin hellauf begeistert. Von mir kriegt es eine 9 von 10, weil das auch einfach ein wichtiges Thema ist. Politische Entscheidungen, dass das natürlich auch immer nicht einer entscheidet, sondern viele. Und wenn du Sachen hast wie das Militär, andere Institutionen, den Präsidenten in den USA und solche Dinge oder auch in anderen Ländern, hier geht's jetzt um die USA, dass du das nicht alleine entscheiden kannst und dass ja auch wichtig ist, dass du das nicht alleine entscheiden kannst, aber dass das trotzdem auch viel Diskussion mit sich bringt und manchmal deswegen zu spät Entscheidungen getroffen werden, weil man sich nicht einigen kann. Also wen das interessiert und wer politische Entscheidungen nachvollziehen können möchte, ein Stück weit, nicht in allen Themen, sondern in denen, die sie behandeln, der sollte sich das unbedingt angucken, weil dieses Werk hat es auf jeden Fall verdient, dass Leute das sehen und besser verstehen, worum es in dem ganzen Kram geht. Der startet am 30.05.24. Da es eine Dokumentation ist, wird er sehr klein sein und wahrscheinlich eher in kleinen Kinos laufen. Also ich empfehle, gut gerüstet, also mental in diesen Film zu gehen. Und auch das zu einem Zeitpunkt zu machen, wenn man eine hohe Aufmerksamkeit hat. Ja. Aber ich empfehle sehr, für diesen Film auf jeden Fall ins Kino zu gehen und dabei guten Informationsfluss